herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Abschluss in der Tasche. Aber wie gehst du in die zweite? Hast du schon deine erste Bewerbung geschrieben? Oder hast du noch gar keine geschrieben? Wir als Azubis von der Volksbank Pforzheim zeigen euch heute, wie das funktioniert. Jetzt ein paar Tipps darüber, wie man sich am besten über ein Unternehmen informieren kann. Gerade für ein Bewerbungsgespräch ist es sehr wichtig, dass man über das Unternehmen sehr viele Informationen hat. Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich auf der jeweiligen Homepage des Unternehmens informiert, weil da stehen einfach die meisten Informationen immer drin. Genau, der zweite Tipp ist, dass es eigentlich in jeder Stadt immer eine Ausbildungsmesse gibt, wo man sich erstens schon mal am Stand präsentieren kann und natürlich auch sehr viele Informationen direkt aus der ersten Hand erhält. Dann die sozialen Netzwerke natürlich, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook, da steht dann auch immer relativ viel drin. Man kann natürlich dann auch in das Unternehmen gehen und vielleicht am Empfang nachfragen, ob man irgendwie Broschüren erhalten kann oder ob man vielleicht sogar mit jemandem direkt kurz sprechen kann über das Unternehmen. Genau, oder auch einfach mit den Eltern reden, vielleicht haben die irgendwelche Bekannte, die da arbeiten, dass man da auch nochmal Tipps bekommt. Genau, ja. Das waren unsere 5 Tipps für euch. Das sind alle nötigen Informationen, die du brauchst, um deine Bewerbung zu schreiben. Doch wie geht es jetzt weiter? Schritt 1, welche Mappe nehme ich denn überhaupt? Welche ist die richtige bei dem Unternehmen, bei dem ich mich bewerben möchte? Du hast dich ja über dein Unternehmen informiert und wenn jetzt das Unternehmen eher eine rote Farbe hat, zum Beispiel im Unternehmenslogo, dann nimmst du die rote Bewerbungsmappe. Wenn das jetzt wie bei der Volksbank Pforzheim eher blau ist, dann nimmst du die blaue Mappe. Was eher nicht so gut ankommt, ist hier so eine Bewerbungsmappe, wo eher aussieht wie ein Schnellhefter, wo durchsichtig ist, wo man gleich alles sieht und schon ein bisschen abgefranst und kaputt. Schritt 1 ist erledigt, du hast deine richtige Mappe gefunden. Jetzt geht es über zu Schritt 2, dein Anschreiben. Das Wichtigste von deiner Bewerbung ist das Bewerbungsanschreiben. Warum? Weil du dich da selber präsentierst. Du möchtest beim Unternehmen anzeigen, hey, ich möchte in ihr Unternehmen und ich bin motiviert. Natürlich ist es wichtig, dass du authentisch bleibst und ehrlich zu dir selber bist, aber du musst ihn überzeugen. Es ist deine Visitenkarte. Doch wie machst du das richtig? Das geht wie folgt. Und zwar schreibst du oben drüber deinen Namen, deine Anschrift, deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer. Danach kommt das Anschrift von dem Unternehmer, bei dem du dich bewerben willst. Drunter kommt der Betreff, für welchen Job du dich bewerben willst. Dann kommt die Anschrift, an wen das Bewerbungsschreiben geht. Du hast dich ja bestimmt im Internet darüber informiert, wer für die Ausbildung zuständig ist, an wen du dich wenden musst, an wen du die Bewerbung schreiben musst. In den Inhalt kommt rein, was dein Antrieb ist für das Unternehmen. Warum sollte dich das Unternehmen nehmen und wieso bist du genau für den Job gemacht. Am Ende kommt noch ein schöner Abschluss. Ich freue mich, was von Ihnen zu hören. Und dann noch mit freundlichen Grüße und die Unterschrift und der Anhang. Bewerbungsanschreiben ist geschafft, jetzt geht's weiter. Natürlich gehört noch mehr in die Bewerbungsmappe. Dazu gehört auch ein ordentlicher Lebenslauf. Was alles in euer Lebenslauf kommt, erzählt euch Philipp. Beim Lebenslauf ist es ähnlich wie bei der Bewerbung. Da kommt auch ganz oben hin die Anschrift, Adresse, Ort, E-Mail und Telefonnummer. In der Lebenslauf kommt rein die persönliche Daten, wann seid ihr geboren, wo seid ihr geboren, wo lebt ihr gerade, wer sind deine Eltern. Bei der Schulbildung geht es so, welche Schule habt ihr besucht, was habt ihr dann gemacht, was für einen Abschluss habt ihr gemacht. Dann kommt die praktische Erfahrung, habt ihr irgendwo Praktikum gemacht, habt ihr sonstige Erfahrungen gesammelt. Dann kommen die Kenntnisse, da kann man reinmachen Sprachkenntnisse, zum Beispiel Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch. Und man kann soziale Engagement reinschreiben in den Lebenslauf und seine Hobbys. Am Ende kommt natürlich wieder Ort, Datum und Unterschrift. Es gehört noch ein ordentliches Deckblatt dazu. Ihr könnt auch ein Bild von euch hinzufügen, ist aber kein Muss. Nice to have. Und natürlich Praktika, die ihr gemacht habt, habt ihr bestimmt irgendwelche Bescheinigungen bekommen. Die könnt ihr auch mit anhängen. Und eure aktuellen Schulzeugnisse. Wenn du dich für unser Unternehmen, die Volksbank Pforzheim, entscheidest, solltest du wissen, dass wir nicht nur Bankkaufleute ausbilden, sondern auch Immobilienkaufleute, Informatikkaufleute und DH-Studenten. Sehr wichtig ist, dass du dich ein Jahr im Voraus bewirbst und dass du dich online auf der Homepage bewirbst. Was gern gesehen ist, dass du im Anschreiben Slogans wie "Wir machen den Weg frei" oder "Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt" aufgreifst und in dein Bewerbungsschreiben mit einbindest. Zudem kannst du auch gerne die Unternehmensfarben blau und orange benutzen, sieht man immer gerne. Oder ihr all diese Tipps berücksichtigt habt, dann steht euch nichts mehr im Weg.
Wir wünschen euch viel Glück!